Moin Freunde, Sonntagmorgen, 5 Uhr. Ich habe mir gedacht, ich mache ein kurzes Video für euch. Es geht heute um das Thema Zylinder. Mir ist keine Uhrzeit zu schade, schafft sonst mein Pensum nicht. Ihr seid dabei, hier habe ich ein bisschen was aufgebaut. Wir schauen uns die guten Stöcke mal an. Ja, hier habe ich ein paar Zylinder aufgebaut für euch. Das sind all die Stücke, die ich habe in diesem Zusammenhang. Danke an Marco Blei, puch-teile.de für einen Zylinder, den er mir zur Verfügung gestellt hat. Und ja, die anderen sind aus meinem Fundus. Habe ich schon selber verbaut. Und wir fangen an mit Original Puch 40 km/h Zylinder. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Wirklich schön verarbeitet. Tolle Form. Kleiner Einlass. Relativ kleiner Auslass. Ja, der nächste im Bunde, meine lieben Freunde, ist ein Ersal Sportzylinder, 50 Kubik. Gucken wir uns auch gleich näher an. Dann haben wir Ersal 70 Kubik. Und zu guter Letzt haben wir Athena 6T. Das ist ein 6-Kanal-Zylinder, schön verarbeitet. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Ich habe ein paar Portmaps erstellt, 0815, und dann können wir sehen, wie der im Vergleich zu den anderen abschneidet. Dann zwei klassische Köpfe, alte Form, neue Form, die gucken wir uns auch gleich an. Und zwei Kolben, zu denen sage ich auch noch was. Und ganz wichtig, Ansaugschlutzen. Und wir werden alle diese Zylinder mal auf diese beiden Motoren halten, Z50 und der beliebte und weit verbreitete E50, und dann wollen wir mal gucken, wie die Dinger da drauf passen. Wir fangen mal mit was Elementarem an. Grundsätzlich habe ich alle Zylinder gefahren mit 15er Einlass. Das ist so ein gutes Nachbaustück. Freunde, da müsst ihr unbedingt drauf aufpassen. Es gibt welche, die sind hier unten nur gegossen. Und dann gibt es welche, die sind unten ein bisschen plan gefräst. Checkt vorher, ob das gute Stück unten plan ist und nicht verbogen. Sonst kriegt ihr den Ansaugtrakt nie dicht. Und der nächste Punkt ist, die Verarbeitung sieht schön aus, ist aber eigentlich saumäßig. Ich versuche das mal für euch einzufangen. Da hinten könnt ihr erkennen, da ist ein riesen Stück Span. Dieser Span kommt nicht vom Gießen, sondern vom Bohren. Das Teil wird gegossen und dann entsprechend gebohrt. Und das Ende vom Lied ist, dass man da quasi zu weit reinbohrt. Man hat also jede Menge Absätze da drin, inklusive einer Bohrung, die horizontal zu tief reingeht. Hinten diesen Span, jede Menge Verwirbelung. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn der mal abreißen sollte oder Teile davon. Und der Motor saugt sich das rein. Könnte ein bisschen entgraten, aber nichtsdestotrotz ist die Verarbeitung hier hinten richtig schlecht. Eigentlich ist das ein Teil von Schrott. Als nächstes kommen wir mal zu den beiden Köpfen. Neue Form, alte Form. Und dann gibt es ja noch die ganz alte, dann gibt es ja diese Form noch, wo ein Dekompressor dran ist, Dekompressionsventil. Und dann gibt es ja noch die ganz alte Form, wo die Zündkerze von oben 45, 40 Grad reinkommt mit Dekompressionshebel. In diesem Fall ist das ein 0815 Nachbaukopf, das ist ein Originaler. Von außen ist erstmal nichts zu sehen. Drehen wir die mal um. Angeblich wird immer gesagt, das sei ein Hochleistungs- oder Hochkompressionskopf. Bei dem Originalkopf kann ich davon nichts sehen. Ihr seht hier die Kalotte, die geht relativ weit rein. Im Verhältnis zu der anderen Kalotte, die nicht so weit rein ist. Hier haben wir ein bisschen mehr, ja, waagerechte Fläche. Also ich denke, mit dem ist die Kompression ein bisschen höher. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da andere Erfahrungen habt. Also meine Erfahrungen sind, ich merke keinen Unterschied. Ich wollte nochmal auf die Qualität von diesem Nachbauzylinderkopf eingehen. Das ist ja die alte Form. Da habe ich letztens auch die Frage bekommen, ja, taucht er denn von der Qualität was? Ich kenne irgendwie keinen anderen Nachbauzylinderkopf. Das Ding kostet nicht viel.
Und ich muss sagen, ich fahre den jetzt schon mehrere tausend Kilometer auf meiner Maxi. Und da habe ich nie Probleme mit. Das Einzige, was er hat oder was passieren kann, ist, dass der Motor so ein bisschen anfängt zu summen und zu klirren. Hört ihr ja. Durch die ganzen Schwingungen können da so ein paar schöne singende Geräusche auftauchen. Das ist der Originale, da ist das nicht so, weil hier diese Stege verarbeitet sind. Der klingt und singt nicht so vor sich hin. Wir fangen mit dem Original-Puchzylinder an. Ich muss also sagen, der ist wirklich schön verarbeitet hier oben. Das hier oben ist wirklich schön glatt gefräst, abgedreht, was auch immer. Gute Qualität. Man kann es richtig sehen. Hier auch plan gefräst, gedreht. Puch-Logo. Wirklich schön. Er hat diese Stege, dass der Zylinder nicht anfängt, vor sich hin zu singen. Also wirklich toll gemacht. Als nächstes Ersal 50 Kubik Sportzylinder. Den habe ich ganz kurz gefahren. Tja, fand ich jetzt nicht so berauschend. Man kann schon sehen, hier oben, tja, ist irgendwie da was abgedreht wurde. Ich glaube ja, ein bisschen zumindest. Also die Verarbeitung ist okay. Kann man eigentlich auch nichts zu sagen, aber ihr hört schon, wie so ein Glockenspiel. Naja, ist okay, kann man fahren. Finde ich, schreit förmlich vor sich hin. Nach ein bisschen Drehzahl, Drehmoment ist wenig da. Ja, gut. In diesem Fall handelt es sich um einen Zylinder von Ersal. Und zwar mit den Kühlrippen. Neues Modell. Warum neues Modell? Weil er hier vernünftig drauf passt und fluchtet. Könnt ihr sehen, Kühlrippen stimmen überein, passt. Hab auch schon Leute gesehen, die diesen Zylinder, neues Modell, mit Kopf alten Modell fahren. Ich versuche das mal eben auszurichten. Sieht natürlich aus wie Kraut und Rübe. Passt irgendwie nix so richtig. Als nächstes schauen wir uns mal den Ersal 70 Kubik an. Bei diesem Zylinder, tja, das ist eigentlich mit dem 65 Kubik Zylinder mein Lieblingsersal. Der kostet nicht viel, hat jede Menge Bums, finde ich, gutes Drehmoment. Viele bearbeiten den nach. Ich liebe diesen Zylinder, kostet nicht viel, kann man schön mitfahren. Der sinkt nicht ganz so viel, nur hier. Die Finnen sind hier recht kurz gehalten. Schönes Modell. Gefällt mir gut. In diesem Fall, sag ich mal so, ist das wieder das gute alte Modell. Passt. Gibt es aber, soweit ich weiß, auch als neues Modell. Und zu guter Letzt, Athena 50 Kubik Sport. Sechs Kanäle. Klingelt auch ein bisschen. Und es handelt sich dabei wieder um altes Modell. Kopf passt. Hier ist jede Menge drin. Den schauen wir uns gleich näher bei den Portmaps an. Zum Kolben hier noch kurz. Das ist der mitgelieferte Kolben. 38 mm. Ich messe jetzt nicht genau auf ein Zehntel aus, aber er hat hier so vier kleine Kanäle drin. Und jede Menge Luft rutscht gut durch. Fast mögen einige fast schon meinen, rutscht ein bisschen flott durch. Aber gut. Ach, eins habe ich noch vergessen. Entschuldigung, Leute. Dieser Kolben für den 70er hat hier ein bisschen was rausgefräst oder nicht eingegossen, ein paar Lücken, um das Gewicht, denke ich mir, möglichst gering zu halten hier oben. Der hat also auch vier kleine Fenster, die hier eingebracht worden sind, die nachher in Zusammenarbeit mit den Boostkanälen ja, für eine schnellere, bessere Befüllung sorgen. Gehen wir gleich bei den Portmaps nochmal drauf ein. Meine lieben Freunde, jetzt haben wir uns einen kleinen Überblick verschafft über die
Zylinder. Es war nur so ein bisschen huschi-huschi. Ich wollte da jetzt nicht en Detail eingehen und da alles ausmessen und so weiter und so fort. Macht ja keinen Sinn, sollte nur ein kurzer Überblick sein. Und dann habe ich noch das vorbereitet. Das ist kein Quartett. Das sind meine 0815 Portmaps von all den Zylindern. Und die schauen wir uns jetzt mal bei Nähe an und packen jeden einzelnen Zylinder noch mal kurz dazu. Beginnen wir mal mit dem Originalzylinder. 40 km/h Puch. Dazu habe ich diese kleine Portmap erstellt. Gibt es nicht viel drauf zu sehen. Einlass, Auslass, dummerweise nicht richtig angelegt, deswegen habe ich die Schnittfläche im Auslass. Ist nicht weiter schlimm, man kann grob erahnen die Größe und die beiden Überstromkanäle. Wenn man hier ein Lineal drunter lang zieht, es mag nicht so aussehen, aber ich habe es getestet, sind also alle Ports auf derselben Höhe. Gibt es nichts zu meckern. Wir versuchen mal reinzugucken. Da könnt ihr sie sehen. Auslass, Einlass, können wir noch mal kurz nachmessen. Einlass sind wir bei Einlass sind wir bei knapp 14,5 mm, 15 mm und Auslass sind wir bei 20. Das zu diesem guten Stück. Interessant wird es gleich, wenn wir mal die Zylinder miteinander vergleichen, Freunde. Der nächste, meine Lieben, ist Ersal 50 Kubik. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Einlass, Auslass, Überströmer. Auch hier messen wir mal schnell. An der breitesten Stelle 24, an der schmalsten 20, leicht trapezförmig, Auslass, lustig in diesem Zusammenhang, meine lieben Freunde. Wir gucken uns nochmal die Einlässe an von beiden Töpfen. Der eine rund, der andere trapezförmig. Bei den Nachbaudingern ist das immer, hat immer die Form eines verschobenen Rechtecks. Ich denke, damit wollte man erreichen, dass das die eierlegende Wollmilchsau ist, die überall drauf passt. Aber wenn man das mal macht, ich habe es mal gemacht mit Papier, mit Lackspray, tja, doll ist das nicht. Aber es passt halt irgendwie. Ihr seht ja selber. Leicht verzerrt. Und so. Tja. Irgendwas ist da komisch, ne? Selbiges hier. Also wenn der Motor ansaugt, denke ich mir, dann bläst da hier viel drauf auf die Dichtung. Selbiges gilt hier. Also wer hier ein bisschen... Aber ich denke, man muss ein bisschen anpassen. Gut, das zu dem Thema. So, wir schauen uns beide Portmaps mal an. Die schnell gekritzelten. Es fällt auf, dass so viel Unterschied gar nicht besteht bei den beiden Zylindern. Der 40 km/h Zylinder hat einen kleineren Einlass. Kanal von innen. Achtung, der Einlass hier außen ist natürlich viel kleiner. Der ist rund. Und viel kleiner als bei dem. Aber drinnen der Port sieht so aus. Und der beim Ersal 50 Kubik so. Das heißt, es ist minimal größer. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Mit Radienlehre und so einem Theater, da habe ich kein Interesse dran gehabt. Die Überstromkanäle sind sogar beim Originalen etwas größer, wie ihr das sehen könnt. Und beim Auslass ist der Port beim Ersal auch ein bisschen größer als der beim Originalen. Mit ein bisschen Nacharbeiten ist aber hier genauso viel rauszuholen, würde ich mal fast meinen, wie hier. Wenn ihr euch das anguckt, hier oben ist die Zylinderkante quasi
Diese Seite ist hier oben. Wenn man sich das anguckt, aneinander legt, dann könnte man fast meinen, dass die Steuerzeit hier gleich ist, auch beim Einlass, nur der Auslass geht ein bisschen eher auf. Wenn ich da jetzt falsch liege, korrigiert mich, schreibt es unten in die Kommentare. Ich weiß auch nichts, nicht viel, und zum Thema Steuerzeiten und Portmapping habe ich mich nie mit richtig beschäftigt, weil ich also nicht die Zylinder frisiere und auffräse und aufdrehe. Interessantes Bild. Tja, spricht irgendwie für sich. Kommen wir zum nächsten Otto. Ersal 70 Kubik. Sieht man schon gleich eine Bohrung. Ich nehme jetzt mal hier einen 38 mm Kolben und den 70er Kolben. Der Unterschied ist schon gewaltig. Kann man schon schön reinstecken. Dieses Portmapping habe ich gemacht. Ersal 70 Kubik. Sieht so aus. Da ist es mir ein bisschen besser geglückt. Ich habe also die Naht nicht auf einen der Kanäle gelegt. Hier könnt ihr also sehen, Einlass, die beiden Boostports, die beiden Überströmkanäle, Auslass. Wir versuchen mal reinzugucken. Hier sind die beiden Boostports, der Einlass oder Stützkanäle. Hier sind die beiden Überströmer. Das ist der Auslass. Wir messen nochmal nach. Ja, seht's mir nach. Da ist noch die Dichtung drauf. Ich versuche das mal so zu messen. Geht am schnellsten. Wir liegen dabei 25 mm im Auslass. Durchmesser. Einlass 24 zu 21. Das ist das Gute. Ja, Freunde, danke fürs Angucken des ersten Teils. Ich habe mich echt lange dazu durchgerungen, da zwei Teile von zu machen, aber euch eine halbe Stunde zuzumuten in der schnelllebigen Zeit, habe ich gedacht, nee, mache ich zwei Teile von. Heute ist Schluss, gleich ausschalten. Danke an puchteile.de, Marco Blei, für den Zylinder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich schätze, nächsten Freitag, Samstag oder Sonntag. Dann zum zweiten Teil. Seid gespannt. Portmapping Athena und wie es auf die Blöcke passt. Ich wünsche euch was. Ciao.